willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video. Ja, liebe Freunde, wir haben eine kleine Ankündigung für euch, beziehungsweise wir haben ein Anliegen und dafür brauchen wir euch. Wir haben es in den vergangenen Battle Reports ja immer mal angekündigt, dass wir Gäste einladen ab jetzt. Wir haben, das läuft alles noch so ein bisschen variabel und wir wollten das jetzt einfach mal explizit in einem eigenen Video zu euch sagen. Nicht immer nur so nebenbei in einem Battle Report, sondern wir wollten euch das einfach alles mal erklären, wie wir das so in Zukunft gerne machen würden. Nämlich, wir haben uns gedacht, dass wir über unsere E-Mail-Adresse kontakt@miniparadise.de in Zukunft, Reservierungen für Tische, für Spielabende zusammen mit uns buchen könnt. Wir haben jetzt noch kein explizites Buchungssystem bei uns auf der Homepage. Das wird mit Sicherheit auch, ja, denke ich auch. Aber wir wollen das alles erstmal so über E-Mail-Kontakt mit euch machen, weil wir natürlich auch gucken müssen, wie sind wir zeitlich da aufgestellt. Das heißt, da ist so ein bisschen E-Mail-Kontakt nötig, wo wir dann einfach gemeinsam in die Terminfindung gehen müssen. Und deswegen einfach noch so alles über E-Mail erstmal. Und ja, was habt ihr für Möglichkeiten zum den Spielen? Du kannst ja mal... Genau, also wenn ihr mal Bock habt, Robert, Kai, Manu, Marcel, mal richtig auf den Sack zu hauen, in einem Spiel von 40k oder AOS, dann meldet euch, schreibt einfach hin, gegen wen ihr spielen wollt, welche Fraktion ihr gegeneinander spielen wollt und dann geht's richtig los. Genau, also wir sind da vollkommen variabel, wie Manu das eben schon gesagt hat, 40k, AOS, harte Listen, Soft Listen. Richtig, einfach mal ein bisschen Würfel schmeißen, alles dabei. Genau, das würde dann halt so aussehen, dass es vorzugsweise, sage ich mal, Freitagabends bzw. samstags genau. Dann stattfindet. Zwei Tage würde ich auch sagen. Genau, und ja, ich sag mal so, wenn da irgendwo ein Brückenfeiertag dazwischen ist, dann finden wir uns. Natürlich, ist alles möglich. Ja. Und, aber das würden wir alles über E-Mail dann einfach abklären, beziehungsweise dann auch irgendwie mal telefonieren vorher. Das würde dann, wie gesagt, so aussehen, dass der Laden natürlich dann irgendwann schließt. Wir würden dann gemeinsam einen schönen Abend, sage ich mal, verbringen, wo wir vielleicht noch was zusammen essen, uns was zu essen besorgen, ein bisschen quatschen, fachsimpeln. Richtig, übers Hobby. Genau, einfach einen schönen Hobbyabend erleben und dann würden wir dann einfach ins Spiel übergehen und dann natürlich zusammen mit euch einen Battle Report drehen, der dann hier natürlich auch bei uns auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht wird. Wenn das möchte. Ja, das ist schon das ist die Voraussetzung. Okay. Also er muss natürlich, also die Person muss gewillt sein, vor der Kamera spielen zu können. Richtig. Was halt noch wichtig ist, dass die Armee bemalt ist. Es muss kein Tabletop-Schein und Pro-Painted sein, aber Hauptsache es sind auf jeden Fall Farben dran. Nicht, dass wir hier mit grauen Armeen rumtanzen. Ja, genau, das wollen wir natürlich nicht. Also genau, diese Voraussetzung ist natürlich auch noch ganz wichtig. Und dann würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr euch meldet. Ein paar Leute haben das schon getan und wir haben auch schon so ein paar Termine abgemacht. Kommt einer jemand zum AOS. Und ja, dann würden wir uns freuen. Meldet euch, wenn ihr Bock habt, mal nach Kassel, Nordhessen. Das ist natürlich auch noch wichtig. Ja, das ist natürlich auch wichtig. Ist natürlich ein super, super Lage, genau Mitte von Deutschland. Also man kommt von überall schnell hin. Genau, also Kassel, Nordhessen, Herzen von Deutschland, sage ich mal, kommt vorbei. Wir sind, wie gesagt, gut erreichbar. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr euch melden würdet und dann hier zusammen eine Runde mit uns spielt. Genau, wir haben richtig Bock drauf. Definitiv. Auf alle Listen. Und Manu ist auch für Schweinelisten zu haben bei AOS. Oh ja. Jetzt lacht er. Okay, dann hören wir uns. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Schneidelisten.